So. Also, hallo Stefan, hallo Martina. Schön, dass wir uns heute hier treffen zu unserem Interview. Ich bin ganz freudig erregt, mal ein bisschen mehr über euch und eure Arbeit zu erfahren. Und ja, deswegen würde ich gleich mal das Wort an euch übergeben. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wofür brennt ihr? Ja, hallo erstmal, liebe Patricia, und vielen Dank für deine Zeit heute. Ja, wir sind die Gründer von Finde deinen Herzenspartner, und unsere Vision ist es, möglichst viele verliebte und liebende Menschen um uns zu haben. Und Paare, die was sie wirklich aus innerster Seele auch wirklich lieben. Und keine Braucherbeziehungen mehr zu sehen, wo einfach lieblos miteinander umgegangen wird. Das ist so unsere Herzensmission, was wir rausbringen wollen in die Welt. Ja, Ja, super cool. selbst in unserem Leben viele Erfahrungen machen dürfen, auch schmerzhafte. Und wir haben uns irgendwann mal gefragt, ist es denn möglich oder gibt es den oder die Richtige für einen? Gibt es sowas? Und das Leben hat uns eigentlich dazu auch ein bisschen hingeführt, was wir jetzt selber leben. Und das geben wir den Menschen weiter. Wir sehen das mittlerweile so, dass jeder Mensch wie eine energetische Grundsignatur hat. Wenn man mal alles, was wirklich wie so ein Vorhang über uns hängt, an Programmierungen, an Konditionierungen, an Verhaltensweisen, an Glaubensmustern, die wir einfach von unserer Herkunftsfamilie, vom Umfeld, von Institutionen, von dem Land, in dem wir leben, übernommen haben. Also das ist wie so eine Glocke über uns drüber gelegt worden. Und wenn wir uns von dem lösen, dann kommt jeder in seine wahre Essenz, wer er eigentlich wirklich im tiefsten Innern ist. Und wir sagen dazu energetische Grundsignatur. Und wenn sich diese Menschen begegnen, also auf einer ganz reinen, ja, in Anführungsstrichen göttlichen Ebene, dann finden in unseren Augen die Herzenspartner zusammen, die sehr gleich schwingen, die viele gemeinsame Interessen haben, auch gemeinsame Ziele, und die auch bereit sind, miteinander zu wachsen. Das hört Und sich super cool an, begeistert mich. Weißt du, was mir als allererstes in den Sinn kommt? Da gibt es ja viel mehr Frauen, die diese Glocke schon bearbeitet oder abgelegt haben, als Männer. Oder ist es ein Vorurteil? darf ich dazu was sagen? Also da seid ihr Frauen uns absolut im Vorteil, weil wir Männer das Bewusstsein oder ganz einfach nach hinten schieben. Wir Männer sind in unserer Glocke drin, arbeiten, Geld verdienen. Wir setzen unsere Wertigkeit, unsere Persönlichkeit über das, was wir geschaffen haben, sehr viel. Also praktisch, wir sind, was wir ausüben. Rechtsanwalt, wenn du fragst, was bist du? Ich bin Rechtsanwalt. Wir kommen selten über das Ego hinaus, also dass wir aus Ego-Rolle mal zurücknehmen und als Beobachter fungieren und uns wirklich unsere Essenz klar werden. Das ist sehr schwierig. Aber dafür haben wir euch Frauen, die was uns da mitnehmen auf diesen Prozess, weil wenn ich jetzt als Mann irgendwann mal meine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann oder mein Job hinfällig ist, dann kommen wir Männer meistens in eine Identitätskrise, wo wir uns dann wirklich hinterfragen, was sind wir eigentlich? Oder man sieht es bei Langzeitarbeitslosen, wo sehr stark dann die Identität weggefallen ist und die Menschen sich meistens dann in Süchte oder hinter Süchte verlieren, sei das Alkohol, Drogensucht etc. oder sich oder Arbeitssucht. oder Arbeitssucht. Genau, ich muss was leisten, damit ich was bin und so weiter. Und da benötigen wir Männer einfach euch Frauen dazu, die was uns den Weg dahin zeigen, hey, du bist nur mehr, du kannst nur mehr und nicht nur durch deine Arbeitskraft, sondern für das, was dich eigentlich als Mensch auszeichnet. Und das Ja, da ist. komme ich jetzt gleich mal zu meinen eigenen Erfahrungen, weil das wünschen wir uns als Frau, dass unser Mann dann plötzlich offene Ohren hat und Aufmerksamkeit bekommt. Aber es ist halt nicht wirklich gang und gäbe. Ich sag mal, in eurer Männerkultur
Ich weiß nicht, ob ihr da so drüber redet und sagt, oh, meine Frau hat mich so inspiriert, ich sollte mal da nachschauen, was in mir für Muster und Programme laufen und mich von meinem Erfolg trennen. Redet ihr so miteinander? Wir reden, wenn der Schmerz da ist. Oder wenn Männer ein Problem haben, dann ziehen wir uns meistens in unsere Höhle zurück und grübeln darüber, wie wir das Problem lösen können. Da ist die Kommunikation jetzt nicht gerade an erster Stelle. Wenn wir eine Lösung uns erdacht haben oder denken, dass das die Lösung ist, dann gehen wir nach draußen. Und dann kriegen wir natürlich dementsprechend auch Feedback von anderen Männern, weil wir Männer sind ja gerne in einer Horde zusammen, wo wir uns verstehen und so weiter. Und da bekommen wir halt dann noch das Feedback von anderen Männern und die sagen, hey, komm, lass den Scheiß, trink lieber Bier oder... Genau! Das vermute ich, dass es so läuft. Die mal irgendwo anders sind, dann geht es dir wieder gut oder grübeln nicht so viel und die ganzen Dinge. Und das klappt bis zu einem gewissen Maße, aber irgendwann kommt das eigene Bewusstsein und sagt wieder, hey, scheiße, da muss es doch eine andere Lösung geben, als anderen mit meinen Kumpels zusammen zu sitzen und ein Bier zu trinken irgendwie. Und dann fangen wir meistens zum Nachdenken an, wieder mal in unserer eigenen Höhle und kommen dann aber immer mehr und mehr raus. Und es kommen aber immer mehr und mehr Männer, wenn der Schmerz zu groß ist und wenn sie in ihrem Umfeld keine Lösung nicht finden. Aber das ist auch ein Entwicklungsprozess, wo Männer erst dahin geführt werden dürfen. Das finde ich super, super wichtig, weil wir haben zu wenig Auswahl, wir Frauen im Moment. Also, ich schaue immer wieder so ein bisschen rum und sehe, dass die tollsten Frauen alleine sind. Und zwar gewählt alleine, weil sie sagen, lieber alleine als schlecht begleitet. Und ich bin hier. Nummer eins, lieber alleine als schlecht begleitet. Die Männer, die was ich kenne, die was sie wirklich so eine Frau wünschen, mit der sie gemeinsam durchs Leben gehen können, sie ihr vertrauen können, nicht beschissen zu werden und so weiter. Da gibt es einige diesbezüglich. Aber da spielt halt die Kommunikation eine sehr wichtige Rolle zwischen Mann und Frau. Und da liegt auch die Krux drin in der Kommunikation, weil Männer und Frauen anders kommunizieren als wie Mann und Mann und Frau und Frau. Weil es gibt ja nichts Stärkeres, als wenn diese männliche und die weibliche Polarität zusammenkommt und dann sich diese Energie entfalten kann. Das ist ja auch unsere Manifestationsenergie, oder? Wenn wir wirklich diese zwei Polaritäten zusammenbringen, sei es auch nur für uns alleine. Also ich bin ja jetzt hier alleine damit beschäftigt, meine männliche und meine weibliche Polarität in Einklang und Harmonie zu bringen. Aber es hat natürlich viel mehr Power, wenn es natürlich mit zwei Wesen geschieht. Es ist ja nicht... Absolut. Ja, also ich wollte noch was dazu sagen, weil du das angesprochen hast, Patricia, dass wir Frauen ja so die Vorreiterin sind und die Männer, die tröpfeln so langsam hinterher. Ich sehe das auch so, wir sind echt Pioniere und es ist einfach, es liegt in uns, in unserem Naturell, wie auch immer, dass wir wie so eine Intuition, ein Gespür, ein Gefühl haben, dieses mit was verbunden zu sein, dem Göttlichen oder dem Schöpfer oder dem Alleinsein, jeder sagt ja anders zu dem Universum, dass wir sehr, sehr viel wahrnehmen. Also wir haben wie so Sensoren, so Antennen. Da möchte ich von uns einfach kurz erzählen. Als ich aus meiner langjährigen Partnerschaft rausgegangen bin, habe ich wirklich mit dem lieben Gott gesprochen. Also mit dem kommuniziere ich. Jeder hat ja andere Kommunikationsart. Und habe gefragt, gibt es denn einen Menschen, der zu mir passt? Also der wirklich zu mir passt, wo ich das alles leben kann. Die Liebe, eine erfüllte Partnerschaft, eine wundervolle Sexualität. Und nach 2 Monaten kam Stefan in mein Feld. Aber das war so schnell kann es gehen. Aber weil ich erstmal die Entscheidung getroffen habe, also wirklich, ich möchte das, lieber Gott, ich möchte das leben. Wenn es das gibt, dann bitte führ mich dahin. Und das war wirklich so, er hat mich hingeführt zu Stefan. Jetzt aber, war ich aber noch nicht so weit. Na, überhaupt noch nicht so weit. Also das war am Anfang eine Katastrophe, wirklich.
Und dann, wir haben uns kennengelernt und es war was da, aber es war jetzt gar nicht so Wolke 7 und macht hin und wir sind es. Nein, es ging anders los. Es war eine Magie da, aber Stefan war in einem ganz anderen Film, in einem ganz anderen Film. Also ich habe der Glaube an die Zweisamkeit aufgegeben und habe mich halt praktisch in mehreren Blumen hingegeben sozusagen. Und für mich stand der Fokus nie auf eine Partnerschaft mit nur einer Frau, weil das hat damals schon nicht funktioniert, warum soll das jetzt funktionieren? Also für mich war das nie so richtig im Fokus drin. Ja. Und dann hatten wir eben eine Thematik und da hat er dann was erwähnt, wo ich mal gedacht habe, also so mein Ego, nee, der geht gar nicht. Also bitteschön, lieber Gott, es war falsche Adresse, ja. Das überhaupt nicht. Wir haben uns verabschiedet und für mich war das eigentlich erledigt. Jetzt pass auf, jetzt kommt's. Also deswegen glaube ich, dass es eine höhere Führung gibt. An dem Abend gehe ich mit meinen Cousinen in eine Gaststätte, in der war ich noch nie, weil die mich überhaupt nicht angesprochen hat, die Gaststätte. Wir gehen da rein, in dieser Gaststätte im Eingangsbereich, lagen von Stefan, lag alles voll Flyer. Von ihm. Also, es ist alles an dem Tag passiert. Ja? Also ich gehe da nie rein in die Gaststätte. Für mich war die Sache erledigt. Also ich wollte es überhaupt nicht. Seine Einstellungen und das Ganze dachte ich mir, nee, also bei aller Liebe, das geht gar nicht. Und dann liegen diese Flyer. Ich gehe raus aus der Gaststätte, nachdem wir eben essen waren, sitze im Auto und spreche so mit dem lieben Gott und sage, was soll das denn jetzt bitte? Dann kam, also ich gehe davon aus, dass wir Frauen eine unglaubliche Intuition haben, dann kam wie so eine leise Stimme in mir, zeig ihm die Liebe, zeig ihm die Liebe. Also was ich damit sagen will, dass ja, wir Frauen sind Vorreiter, wir haben was in uns, the power of love, das ist wirklich so. Und okay, mein Ego hat gesagt nein, aber mein Herz hat mir in dem Moment signalisiert, geh hin zu ihm. Geh weiterhin. Und mittlerweile sind wir seit einigen Jahren zusammen. Wir haben viele Höhen gemeinsam erlebt, aber auch viele Tiefen. Aber die Tiefen waren wichtig, dass wir wachsen. Also, dass wir uns entwickeln in unserer Persönlichkeit. Und es war nicht immer einfach. Es war manchmal echt sehr schmerzhaft für uns beide. Aber ich denke, ich spreche da von uns beiden. Das möchten wir nie mehr missen. Und die Entwicklung in der kürzesten Zeit war enorm. Und das kannst du nur mit Menschen, wo Liebe da ist. Weil wenn die dich in Anführungsstrichen irgendwo verletzen, also Triggerpunkte bringen, dann läufst du nicht weg. Du kannst nicht weglaufen, weil die Liebe stärkt, oder nur kurzzeitig, die Liebe ist stärker und die Liebe ist die größte Macht, als wie, dass du alles hinschmeißt. Aber was ich halt oft auch sehe, ist einfach, wenn die Selbstliebe ja nicht da ist, und Männer würden ja nie zugeben, dass sie da einen Mangel an Selbstliebe haben. Die würden ja so lieber diese Macho-Rolle drüber spielen, als zuzugeben. Ich finde so geil, wie ich mich gebe, finde ich mich gar nicht. Was sagst du dazu, Stefan? Oh ja, muss ich dir zustimmen diesbezüglich, weil wir Männer haben da so ein Gen, sag ich jetzt mal, wo es sich selbst zerstört irgendwie gerne, sei es durch Rauchen oder durch Alkohol irgendwie. Und das ist nichts anderes als die Selbstzerstörung im Endeffekt. Das hat jetzt mit Selbstliebe wenig zu tun. Aber es muss uns bewusst gemacht werden und da können wir anders aus einem anderen Blickpunkt draufblicken diesbezüglich. Was ich aber nur wichtig finde, irgendwie, wenn man wirklich in eine Beziehung oder eine Partnerschaft reingeht als Mann, das war mein Entwicklungsprozess, war wirklich die Entscheidung, wirklich da zu sein und zu sagen, okay, jetzt ist die Martina nicht bloß meine Lieblingsfrau, sondern das ist wirklich die Frau, die alleinige Frau. Und da gibt es keine zweite oder dritte oder sonst irgendwie oder nur eine Plan B, wo ich wieder zurückschwimmen kann zu einer anderen Verflossenen oder sonst irgendwie, sondern wirklich die klare Entscheidung zu sagen, okay, ich brenne alle Schiffe ab diesbezüglich, sämtliche Fluchtwege, sonst irgendwas, und fokussiere mich wirklich nur auf den einen Menschen. Und das war für mich auch absolute Entwicklungsarbeit im Endeffekt,
dahin zu kommen. Weil früher ist es immer so gelaufen, okay, das ist jetzt ja gut gelaufen, dann geht man wieder den Weg des geringsten Widerstandes und sucht sie eine andere Frau oder geht zu einer Verflossenen wieder zurück. Was war für dich der Auslöser? Ja, oder man kann ja auch einfach nur mal alleine sein. Aber ja, weg von der Frau, die so triggert, oder? Ja, aber da wirklich sie das anzusehen, das war einfach der Punkt irgendwie, weil das. Wie hast du dich da hingebracht, das anzusehen und nicht wegzurennen? Einfach zu sagen, okay, die Frau, die liebt dich wirklich und die meint es ehrlich. Das Wissen zu haben, dass die Frau wirklich das jetzt ist, die was es wirklich ehrlich mit einem meint. Auch wenn sie dir wehtut und so, Trigger, nee. Genau, auch wenn sie wehtut. Das tut ja nicht umsonst weh. Das kann nur bloß wehtun, weil da Liebe da ist. Weil sonst wird es am Arsch vorbeigehen. Und das genau anzusehen. Dann wirklich zu sagen, okay, ja, das tut weh, aber da gehen wir durch. Ich glaube auch, für uns Frauen ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wir sind, ja, in Anführungsstrichen, wir sind eine Göttin. Jede Frau ist wirklich eine Göttin. Und jede Frau hat einen Körpertempel. Und was oft gelebt wird, gerade in der Sexualität, es ist ja mittlerweile ganz einfach, Sexualität zu haben. Man kriegt es ja überall, also das ist ja gar kein Thema mehr. Aber dass auch gerade uns Frauen bewusst wird, auch aus energetischer Sicht, also wie wundervoll dieser Tempel ist und dass wir den Tempel nicht einfach irgendwie benutzen, nur um eine sexuelle Befriedigung zu bekommen. Natürlich kann das auch mal sein, wenn man frustriert ist oder wie auch immer oder lange in einer Partnerschaft war und man möchte sich dann ausleben, ja. Aber das sollte nicht der Hauptfokus sein von dem Leben. Und dass wir Frauen wieder in unsere Kraft zurückkommen, auch ganz klar sagen, hier ist meine Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Dass der Mann genau weiß, die meinen es ernst, also mit der kann ich jetzt nicht hier mal da und so, sondern ganz klar sagen, ich liebe dich, aber wenn das deine Art ist zu leben, dann bist du nicht der Richtige für mich. Also wirklich Nein zu sagen, die Grenze aufzuzeigen und seine eigene Göttlichkeit und den Tempel zu bewahren, liebevoll. Und dann hat der Mann die Möglichkeit, wenn es Liebe ist, seine Muster zu durchbrechen, die er aus irgendeinem Selbstschutz oder aus fehlender Selbstliebe sich einfach aufgebaut hat. Weil wenn Liebe da ist, dann schafft der Mann das oder umgekehrt genauso. Die Frau, das spielt ja keine Rolle. Also wenn ich das richtig auch für mich selber interpretiere, ist es halt wirklich an der Frau, zuerst sich bereit zu machen und den Raum zu eröffnen und zu schaffen für den Mann, dass er sich dort sicher entwickeln kann. Absolut. Und dann glaubst du, Stefan, ein Mann entwickelt sich alleine so gut? Er braucht die Frau dazu. Aber die Frau nicht den Mann. Die Frau nicht unbedingt den Mann. Doch, beides. Kommt darauf an, was entwickelt werden möchte oder wo der Selbstwert sich entfalten möchte. Weil Frauen leiden ganz viel unter Minderwertigkeitskomplexen, Selbstwertgefühl und so weiter, unter Mangelndes. Und da kann sie der Mann wieder bestärken. Beispiel, Selbstwertthema. Wir Frauen, wir haben ja ganz oft das Thema, wir sind zu dick oder das passt nicht oder keine Ahnung, wir fühlen uns nicht so wertvoll. Wenn wir diese Gedanken haben und man hat einen Partner im Feld, dann zeigt dir der Partner das auch, weil er dir dann zeigt, er zeigt Interesse an anderen Frauen. Im Endeffekt ist es nur das, was du aussendest. Er spiegelt dir das. Also heißt es, er will gar nicht jetzt irgendwie von einer anderen Frau was unbedingt oder fremd gehen, sondern es zeigt einfach nur, was du über dich selber denkst. Also geh zu dir, arbeite mit dir und schau, was du dann im Außen gespiegelt kriegst. Also wir eine Partnerschaft, da geht es nicht nur um, dass alles immer super Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern das ist die Plattform, um wirklich zu wachsen, also zu sich selbst zu kommen und seine wahre Essenz zu leben. Und dazu ist der Partner der beste Meister, Lehrer,
Geliebte, wie auch immer. Also das ist, ich wünsche es jedem. Es ist nicht einfach, es bedarf auch Mut, wirklich all in zu gehen. Aber ich finde, wenn man so eine Partnerschaft lebt, gibt es nichts Schöneres. Und ich möchte es nicht missen. Ich möchte nie mit einem Single tauschen. Ich glaube, das sind so, so wichtige Aspekte, die wir jetzt gehört haben, auch für Mann und für Frau. Und für mich interessiert es, ich arbeite ja nur mit Frauen, nicht eigentlich wahlmäßig, aber irgendwie doch wahlmäßig, weil ich mich mit Frauen eben besser auskenne, weil ich halt selber eine Frau bin. Und um mich mit Männern auszukennen, brauche ich einen Mann. Ja. So einfach ist es, oder? Deswegen ist es natürlich absolut überzeugend, wenn ich von euch ein Coaching bekomme mit einem Mann und einer Frau, wo ich wirklich diese beiden Perspektiven bekomme. Und das finde ich so super an euch, dass ihr vorgeht mit diesem Beispiel, aber nichts verschleiert, nichts verschönert, nicht sagt, ja, ist alles so toll. Weil das ist nicht die Wahrheit, oder? Nee, überhaupt nicht. Und die Wahrheit ist genau das Wichtige anzuerkennen, dass der Partner nichts anderes als ein Spiegel deiner selbst ist. Und ja, frag mal, wer schafft es, den ganzen Tag in sein Spiegelbild zu schauen? Schwierig. Das darf man lernen, oder? Absolut. Das darf man wirklich lernen. Die Selbstannahme. Die Selbstliebe, es ist gerade in aller Munde und Selbstliebe ist mega wichtig. Also ich glaube, dass das jetzt auch eine Zeitqualität ist, wo wir alle gefordert sind, uns wirklich selbst zu lieben, zu 100%. Wir finden aber, dass das jetzt kein K.O.-Kriterium ist, in eine Partnerschaft zu gehen. Weil wo gibt es denn eine Skala? Wie weit ist man denn in der Selbstliebe? Das Außen, die Menschen, mit denen man sich umgibt, die Situation, die zeigen dir, wo deine Selbstliebe ist. Und ich glaube, das ist echt eine Lebensaufgabe. Deswegen darf man sich da nicht abschrecken lassen, wenn man eben noch nicht so weit ist. Weil man lernt es dann schon in der Partnerschaft, also dahin zu kommen. Ja, und überhaupt dieses Thema Liebe und sein Herz zu öffnen und sich eben nicht zu verschließen, nicht nur vor der Liebe und vor der Partnerschaft, sondern du verschließt dich vor sämtlichen Beziehungen und es gibt auch keine geschäftliche Beziehung, die Geld bringen kann, wenn du verschlossen bist. Es geht einfach nicht. Ja. Na, du bist ja auch dir selber gegenüber verschlossen. Schau, Patricia, wir kennen so viele Singles. Gerade in den Städten ist die Tendenz steigend, also 50% mittlerweile Single-Haushalte. Wenn wir mit den Singles sprechen, das hört sich im ersten Moment immer voll cool an, der Lifestyle und alles, wie sie leben. Im Endeffekt, die leben sehr oberflächlich. Also die haben wirklich die Tür zugemacht für die Liebe, für das wirklich Eintauchen in den Tiefgang. Und klar ist es einfach, wenn ich viele Freundschaften habe, weil wenn mal der eine nicht passt, dann mache ich halt nichts mit dem und dann gehe ich zum Nächsten oder bin mal mit der Clique unterwegs und habe immer nur Fun im Leben, aber um das geht es nicht. So entwickle ich mich nicht. Also so kann ich das Bewusstsein nicht stärken, nicht verändern. Du veränderst es nur durch Wachstum, nur durch Erkenntnisse, nur durch Loslassen von alten Sachen. Und die werden dir nur bewusst, wenn dich jemand triggert. Das muss ja nicht unbedingt der Partner sein, das ist ja auch mit Kollegen, mit Kunden, mit Nachbarn, völlig wurscht. Aber wenn Themen da sind, siehst du die ja nur von den Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn man immer den einfachen Weg wählt, ah ja, ich bin mit denen zusammen, weil da habe ich immer Spaß und da ist alles immer super, da findet keine Entwicklung statt. Vor allen Dingen, du brennst irgendwann aus. Du wirst eines Tages dann irgendwann aufwachen und wirst du sagen, hey, was mache ich da überhaupt? Du bremst aus oder du wirst halt wirklich krank. Ja, genau. Und diese Leere, die muss dann wieder kompensiert werden durch Medikamente oder durch einen Kuraufenthalt oder durch Urlaube oder sonst irgendwie. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist auch leider häufig der Fall, dass Menschen in Beziehungen krank werden. Ist richtig. Ja. Weil sie sich einfach unterdrücken und sich selber nicht sich wahr genug sind.
und sich auch behaupten dem Partner gegenüber, weil sie andauernd schlucken, 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 ja, und selber sich nicht zum Ausdruck bringen können innerhalb der Partnerschaft. Und eine liebesbasierende Partnerschaft geht immer darum, dass aus zwei Ichs ein Wir wird. Und wenn man merkt, dass dem anderen nicht gut geht, dann wirklich zu gucken, was können wir machen, was können wir verändern. Aber wenn das nicht auf Liebe basiert, na, dann ist es dem anderen Partner egal. Ja. Und dann wird der immer kränker und kränker und im Endeffekt zeigt die Seele, steigt da bitte aus. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Also das ist was, was ich zum Beispiel erlebt habe. Und meine Seele hat angeklopft und angeklopft und ich musste im Burnout gehen, ich musste in die Depression gehen, damit ich es verstehe. Also meine Seele, die hat mich dann am Schluss richtig knallhart rangenommen, bis ich verstanden habe, das hat nichts mit Liebe zu tun. Und das ist, finde ich, natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man in einer Beziehung ist und sich dann quasi zusammen weiterentwickelt. Aber es scheint mir fast unmöglich, das in einem Alleingang zu machen. Das ist, du hast keinen Spiegel jetzt. Das ist einfach der Nein, ich meine auch im Alleingang ohne Begleitung. Es ist sehr schwierig. Wenn ich jetzt mit meinem Partner bin und sage, es ist alles scheiße, wir sind krank, wir sind bankrott, wir sind am Arsch. Wir haben zwei Möglichkeiten. Jeder rappelt sich selber auf, geht alleine, das macht man ja meistens so, seines Weges, und schaut, dass er wieder auf die Beine kommt. Oder wir machen es zusammen. Ja. Und dort aus den eigenen Mustern rauszukommen in dieser Beziehungsdynamik ohne Begleitung, ohne Coach, scheint mir fast unmöglich. Deswegen gehen die meisten ja auch dann auseinander. Richtig, ja. Genau. Es ist auch wirklich eine Krux. Selbstreflexion ist ganz ein schwieriges Thema, weil sich selber zu reflektieren ist nicht so einfach. Man will seine Verhaltensweisen ja gar nicht so sehen. Also man denkt ja ganz oft, der andere ist schuld. Wird sich der andere verändern, dann wäre alles in Ordnung. Ich selber habe ja nie was damit zu tun. Und dass jeder sich selbst reflektiert und dass man dann miteinander das durchleuchtet und dann wieder einen gemeinsamen Weg findet oder eben aussieht, nee, das geht nicht mehr. Also es ist keine Basis der Liebe. Das ist wirklich das Schwierige. Und deswegen. Und was halt dann auch meistens passiert, halt anstatt Selbstreflexion, ist es ja ein Ping-Pong-Spiel der Anschuldigungen, das dann hin und her geht, oder? Du machst dich selber fertig dann damit, ja. Aber das Nächste ist, wenn man dann wieder in eine neue Partnerschaft geht, die Themen, die man hat, die gelöst werden wollen, die begleiten einen, die nimmt man mit. Und wenn es noch 10 Partnerschaften sind, also es ist echt ratsam, wirklich hinzuschauen, das zu transformieren. Schau und hin, räum auf, dann kannst du dich trennen. Da hast du es wenigstens schon hinter dir. Ja. Und fängst schön, frisch, sauber die nächste neue Partnerschaft an. Und kannst dann dort auch wieder einen anderen Partner anziehen, der mit dir auf das nächste Niveau geht. Aber es ist mit Sicherheit, auch das erkenne ich jetzt, nicht zuträglich. Du musst die Arbeit tun. Du musst sie tun, ja, absolut. Und je schneller und je früher man das erkennt und je weniger Zeit man weiter verliert, mit allein rumzuprobieren und sich jemanden holt, der einen da relativ zügig rausbringt, das ist kurz mal eine finanzielle Investition. Aber langfristig, wenn du es umrechnest pro Tag, dafür kriegst du nicht mal mehr eine Zigarette am Tag heutzutage. Ja. Ja. Absolut. Ja. Ja, absolut. Und dieses Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, ja, ich kapiere es und ich lasse mir helfen, weil ich will nicht noch mehr Zeit verlieren in meinem alten Scheiß, in meinem alten Sumpf. Aber ich brauche jemanden, der wirklich weiß, wie es geht, wie er mich führen kann, wie er mit mir umgeht, so dass ich da durchkomme. Weil das ist ja nicht immer nett, oder? Nein, nein, es ist nicht immer nett. Es ist steinig manchmal, es ist schmerzhaft. Aber was eben bei uns auch das Schöne ist, wie du vorhin gesagt hast, wir durchleuchten das von der männlichen Energie und von der weiblichen Energie. Und das ist also so wertvoll, weil unsere Klienten, die können sich auch immer das rausziehen, was für sie gerade ganz, ganz wichtig ist.
Das könnte ich alleine nie so weitergeben. Uns geht es nicht darum, dass wir ganz schnell Paare zusammenbringen, dass Single ganz schnell jemand an seiner Seite hat. Uns geht es wirklich darum, tiefe Partnerschaften ins Leben zu bringen. Und wenn dann Themen kommen, dass sie wissen, wie sie damit umgehen, wie das angedacht ist. Und dass wirklich wundervolle Partnerschaften entstehen, die Sexualität gelebt wird, wie sie eigentlich angedacht ist, weg von dem ganzen Schuld- und Schamgefühl, dass das Tantrische mit einfließt in die Sexualität. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das hat nichts mit dem zu tun, was hier in den westlichen Gefilden an Tantra verbreitet wird. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und das wollen wir einfach, ganz viel liebende Paare, ja. Und natürlich auch ich als Einzelperson kann noch zu euch kommen. Absolut, ja, natürlich, ja. Weil ja. Das Wichtige ist ja, wir haben uns ja in einem Geldmagnet-Workshop kennengelernt, den ich gebe, der ist immer noch am Laufen. Und es geht ja wirklich darum, dass man einfach eine gute Beziehung hat, zu Beziehung in eurem Fall, zu Liebe, dass man da eine gute Definition hat, dass das auch zu einem kommen kann. Und genauso bei Geld, oder? Wenn ich Geld scheiße finde, dann kommt kein Geld zu mir, ich habe die Türen verschlossen und ich habe meine ganzen Vorurteile, diese ganzen Denkmuster, die es da gilt, aufzulösen, die gilt es natürlich auch aufzulösen und zu transformieren in Bezug auf Partnerschaft, in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Zweisamkeit, oder? Wir haben ja da zum Teil mittelalterliche Vorstellungen, mit denen wir da rumgaloppieren. Absolut. Weißt du, und im Endeffekt geht es doch immer darum, Patricia, egal welches Segment man da jetzt bedient, die Entscheidung. Oftmals ist es so, dass wir sagen, ach ja, ich hätte jetzt schon gern mehr Geld und würde gern in Fülle leben, aber ach ja, eigentlich kann ich doch so zufrieden sein, wie es mir geht. Und es ist doch, und ich will jetzt nicht so geldgierig sein oder schau dir die Reichen doch an, so glücklich sind die auch wieder nicht. Also mit diesem Aber schließen wir die Tür wieder. Da kommen mir jetzt gerade wieder meine ganzen eigenen Geschichten hoch, oder? Partnerschaft, oh mein Gott, das ist mühsam, da muss ich mich die ganze Zeit auf jemanden einstellen und diskutieren und mich immer erklären und mich die ganze Zeit rechtfertigen. Da komme ich ja nicht vorwärts und der schwätzt mir die ganze Zeit rein und will immer wissen, wieso, weshalb, warum. Und oh mein Gott, und wenn ich natürlich so ein Mindset habe, in Bezug auf eine potenzielle Partnerschaft oder weil das halt ich mal so gelebt habe in der vergangenen Partnerschaft und das natürlich, denke, in der nächsten Partnerschaft wäre das auch so. Was kriege ich? Du kriegst sowas natürlich. Das kriege ich. Ja, genau. Das, wo du genau wieder diskutieren musst, wo du dich rechtfertigen musst. Ja. Klar, du hast es dir manifestiert. Genau. Und wer nimmt sich schon Zeit, das aufzuräumen, oder? Wer committet sich und als Liebe, Männer sind scheiße. Ich will keinen Mann an meiner Seite. Das kotzt mich voll an. Ist ja viel einfacher, oder? Schau mal, eine Freundin von uns, die wünscht sich so sehr einen Partner an ihrer Seite. Und das merkt man auch. Und das erzählt sie dann auch. Und in dem Satz, während sie das sagt, folgt dann ein Aber. Aber, ach, mir geht es doch eigentlich ganz gut und ich habe doch alles. Und die merkt nicht, wie sie sich in dem Moment wieder wegdreht und die Tür zumacht. Der ist vielleicht schon längst da, schon längst in ihrem Feld, aber der kommt nicht ran an sie, genauso wie mit dem Geld. Es ist entweder, du gehst all in und löscht deine Paradigmen. Du löscht es wirklich und programmierst dich neu, dass deine Festplatte wirklich neu ist, auf Fülle, auf eine liebende Partnerschaft. Ja, oder das wird nichts. Du drehst dich immer wie ein Hamster im Kreis und das 10 Jahre, 20, 30 Jahre. Genau. Und das ist für mich so eins der allerwichtigsten Geschichten, dass wir unsere Beiträge leisten, dass es mal schön wird auf unserer Erde, auf unserem Erdball. Dass wir eben nicht mehr dieses ganze Drama sehen und füttern und dieses Leid und dieses Elend und die Quälerei und all diese Dinge, die sind von uns kreiert, die sind von uns gemacht
und manifestieren sich dann in, keine Ahnung, Tierquälerei, Kinderarbeit und so weiter. Und wir versuchen irgendwie vegan zu essen, nicht mehr zu fliegen und nicht mehr zu schmutzen und whatsoever Maßnahmen zu treffen. Aber die wahre Maßnahme, die tatsächlich hilft, ist, dass wir unser Bewusstsein und unser Sein verändern. Und hier in die Liebe und ins Herz kommen, sei es die Liebe für einen Partner, sei es die Liebe für andere Menschen, sei es die Liebe für Geld, sei es die Liebe für Schönheit, sei es die Liebe für Freude, sei es all das. Und deswegen sind wir hier, oder? Deswegen machen wir das, was wir machen, weil wir dran glauben. Und wir wollen mehr und mehr Leute, egal aus welcher Perspektive, sei es die Partnerschaft, sei es das Geld, sei es die Gesundheit, egal wo du herkommst, es gibt immer einen besseren Weg. Es muss nicht wehtun, es muss nicht unangenehm sein, es muss nicht eingesperrt sein, es darf frei sein und es darf locker sein. Und das finde ich mega, mega cool, was wir hier machen, was ihr macht, was wir auf die Beine stellen. Und wir wollen jetzt noch kurz erzählen, wie Leute, die sagen, ja, cool, die zwei, da will ich mehr wissen, da will ich vielleicht mal in mich investieren oder da wollen wir mal in unsere Partnerschaft investieren. Wie kommen diese Menschen zu euch? Also die Menschen, wer das Interview sehen, die können einfach auf www.finde-deinen-herzenspartner.com auf unsere Webseite gehen. Und da ist dann ein Link drin, wo Sie dann zu dem Online-Kurs kommen. Oder Sie können, wenn Sie ein persönliches Gespräch haben möchten mit uns, einfach ein Gespräch buchen über den mittelsten Terminkalender und Sie ganz einfach Ihren eigenen persönlichen Termin mit uns vereinbaren. Und der Termin ist gratis? Und der Termin ist gratis, genau. Also es ist ein Informationsgespräch, um mal zu sehen, wie die Zusammenarbeit sein kann. Und dann gibt es ja noch eine Facebook-Gruppe, da kann ich ja auch reinkommen, oder? Genau, die findet man bei facebook.com/group/herzenspartner. Und da gibt es auch gratis Tipps, Unterstützung von euch, da kann man euch kennenlernen, da kann man euch sehen. Und ja, finde ich super, super cool. Ich sehe mich schon als potenzielle Kundin, muss ich sagen. Weil diese ganzen Paradigmen in Richtung Partnerschaft, ich glaube, ich habe so viel aufgeräumt, was Gesundheit betrifft, was Geld betrifft, was Business betrifft. Und jetzt ist doch mal die Beziehung an der Zeit. Und da gebe ich ganz offen und klar zu, da habe ich nicht die besten Paradigmen, die ich mit mir rumschleppe. Alles changen. Ganz genau. Das darf jetzt alles changen. Und ich danke euch für dieses wundertolle Interview, was mich halt auch wieder inspiriert hat, mal wohin zu gucken, wo ich da denke, nee. Es gibt Schöneres, gell? Aber ganz genau. Aufmerksam machen, ehrlich zu sich selber sein, seine Schwächen auch zugeben, macht ja nichts, oder? Ja, absolut. Nee, das ist menschlich. Und weißt du, genau, Herzenspartner, die Herzenspartnerin, das ist das Pardon einfach, dass da ganz viel Heilung passieren kann. Also Partnerschaft ist auch eine Heilungsplattform. Auch Sexualität. Und Geld. Und Geld. Das betrifft doch alle Säulen im Endeffekt. Gesundheit, Beruf, Berufung, Partnerschaft, finanzielle Fülle. Dazu sind wir doch hier, dass wir in alle Bereiche erfüllt leben sollen. Magst du noch ganz kurz was sagen zu diesem Geldmagnet Mastermind, was wir gemacht haben? Was hatte das so wirklich unbedingt mit Geld zu tun? Möchtest du anfangen? Nein, dann habe ich mal das letzte Wort. Also,
Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über YouTube-Videos, weil mich das total angesprochen hat, weil ich da gemerkt habe, oh, da habe ich falsche Glaubenssätze und Paradigmen, die in eine ganz, ganz falsche Richtung laufen. Und dann haben wir ja das Coaching mit dir gemacht und eigentlich ging es in erster Linie gar nicht wirklich um Geld, sondern zu reflektieren, was man selber wirklich schwer kann und wirklich mal zu checken, oh, was laufen denn da für Programme in mir oder was wurde mir denn vorgelebt von der Familie her, wie sehe ich das Ganze oder welche Erfahrung hatte ich schon selber damit. Im Endeffekt die Reflexion und dass man selber in die Fülle kommt von dieser Energie, dass man also die Energie hochbringt. Und dann ist das Geld ein natürlicher Zustand, weil das ist einfach unser Geburtsrecht. Das hast du jetzt richtig schön gesagt, weil es ist so einfach eigentlich zu kapieren, um was es geht. Wenn du merkst, was ist unangenehm, wo läuft es nicht? Oder wo ist es so, wo ist es harzig? Und sich dann den Mut zu machen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, da, wo es harzig ist, da ist der goldene Nugget. Ja. Und da hat ja Geld so einen schlechten Ruf. Dabei ist es ja einer der besten Therapeuten auch. Geld ist ein Hammer-Therapeut. Mhm. Absolut. Mhm. Geld ist nichts anderes wie eine Liebesbeziehung. Genau. Und wenn uns das bewusst wird, wie gehen wir mit Geld um? Werfen wir das für Sachen wirklich zum Fenster raus, also wo wir gar nichts, keine Emotion dabei haben, wie behandeln wir Geld? Es ist nichts anderes wie ein Partner. Und wenn wir Geld liebevoll behandeln, also dass wir dem Raum geben, die Energie, dass wir sagen, ey, ja, ich liebe dich, Geld, du bist ein Teil von mir, lass uns gemeinsam durchs Leben gehen, lass uns gemeinsam wundervolle Dinge erleben, auch in einer Partnerschaft. Und dann kommt das Geld, weil das Geld will ja zu liebenden Menschen kommen, wo diese Energie spürbar ist. Letztendlich geht es um die Beziehung zu Energien. Genau, ja. Und das finde ich so wunderbar und jeder kann für sich rausfinden, ja, mit wem möchte ich jetzt dann die Beziehung haben? Will ich dem den Namen Geld geben? Oder will ich ihm den Namen Herzenspartner geben? Oder will ich ihm den Namen meiner Team in der Arbeit geben? Es geht um diese Beziehung und die kommt alles aus mir selber raus. Und genau. So geil, oder? Also Leute, was interessiert euch mehr? Interessiert euch mehr Geld? Interessiert euch eure Gesundheit mehr? Interessiert euch der Herzenspartner mehr? Egal was es ist, jedes Thema hängt zusammen und kann von einem Ansatzpunkt her gelöst werden. Wie geil ist das denn? Mache ich einfach das, worauf ich Lust habe. Ja. Weil einfach die Lebensgesetze da eine Rolle spielen, eine wesentliche Rolle. Das ist das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung und so weiter. Die muss man einfach oder darf man verinnerlichen, beziehungsweise mit denen arbeiten. Ja, und weißt du nochmal so zum Thema Coach, dass man den richtigen Coach auch findet. Also wir haben jetzt unabhängig voneinander viele, viele Jahre damit verbracht, uns persönlich weiterzuentwickeln. Wir haben Unmengen an Geld investiert in Seminare, in Ausbildung, Retreats, in Bücher, in Coaches und so weiter. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man auf sein Herz hört. Hat man da ein gutes Gefühl bei dem Coach? Stimmt die Chemie, das hört man, deswegen machen wir ja auch so Erstgespräche, dass man sich kurz kennenlernt, dass jeder für sich checken kann, okay, da ist was da und dass man begleitet wird, weil wir kennen alle die Speaker, die ein Wochenende hier die Hallen füllen, da waren wir genauso und die machen ihre Arbeit gut, aber das Problem ist, man ist motiviert, 2 Tage voll Chaka und man geht raus und denkt sich, ich habe es kapiert, also jetzt ist mein Leben auf 180 und ich habe überhaupt keine Probleme mehr, ich weiß, wie es geht und alles mega und dann kommt man heim in sein normales Umfeld, dann sind die Menschen wieder um einen rum, die anders denken, die einen anders sehen
dann hält es vielleicht nur 2, 3, 4 Tage und dann kracht das Gebilde zusammen. Man hat die Energie nicht, das aufrechtzuerhalten. Aber die Speaker sind dann nicht mehr da. Die sind weg. Und das ist der Unterschied zu einem Coach, der einen 2, 3, 4, 5, 6 Monate wirklich intensiv begleitet, den Raum gibt zur Transformation. Wenn man mal wieder zurückschwankt oder fällt, einem die Hand reicht und sagt, komm, wir bringen dich wieder auf Spur, wir holen deine Energie wieder hoch. Und das ist der für uns riesengroße Unterschied, was eben so längerzeitige Coachings ausmachen. Ja. Und dann ist auch wichtig, leben die das denn, was die dir da erzählen wollen? Also wenn dich jemand in die Gesundheit bringen will, ist er selber da durchgegangen? Hat er diese Erfahrung? Weiß er beide Seiten? Oder Berufung? Oder jetzt bei uns, wir leben Herzenspartnerschaft. Wir sind durch sämtliche Höhen und Tiefen durch. Wir können die Menschen da abholen, wo sie genau jetzt stehen. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich super, super wichtig, was du da sagst. Und ich habe gelernt, mich selbst zu coachen und lerne meinen Coaches auch, sich selber zu coachen nach der Zeit mit mir. Weil das finde ich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass es nicht darum geht, sich abhängig zu machen. Das wird einem immer so ein bisschen verkauft, dass man immer irgendjemanden an der Seite braucht. Bestenfalls habe ich nämlich meinen Herzenspartner an der Seite. Dann kann ich dann auch irgendwann mal ohne ein Coaching-Programm zu besuchen, begleitet zu werden. Der beste Coach. Wär wunderbar, oder? Aber letztendlich ist man sich selber der beste Coach. Aber das kann man auch lernen, wie man sich selber coachen kann. Und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, zu lernen, wie ich mich selber coache. 20 Jahre. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jedem ungefähr empfehlen möchte, sich das selber beizubringen. Ich würde lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn ich jetzt die Wahl hätte und sagen, ja, ich bezahle jemanden gerne, von ganzem Herzen dafür, dass er mir das ein bisschen leichter und kuscheliger macht. Und nicht, dass ich da 20 Jahre lang drücken muss, weil es darf leicht gehen, oder? Und jetzt komme ich noch zum Allerabschluss, zu meinem Lieblingssatz. Entscheide dich, ob du von deiner klaren Vision der Zukunft angezogen werden willst oder von deinen vergangenen Dramas, Leid, Sorgen in den Arsch getreten werden willst. Was ist besser? Das ist, glaube ich, keine Frage, oder? Entscheidung ist eins unserer ist das erste Modul, mit dem wir arbeiten. Die Entscheidung, das Commitment, ja, ich entscheide mich für Punkt, 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 Punkt. Super. Und wenn ich was über den Online-Kurs wissen möchte, dann kann ich auch bei euch anfragen, respektive in die Facebook-Gruppe gehen oder natürlich auch auf dem YouTube-Kanal gucken, oder? Um was es da ganz genau geht. Genau. Selbstverständlich. Super. Alles klar. Ich danke euch. Haben wir noch was vergessen? Nein, außer vielen Dank. Ja, vielen Dank, Patricia. Wirklich, war sehr schön. Ja. Ich danke euch und auf ganz, ganz viele glückliche Herzen. Absolut. Tschüss. Tschüss.